Wir waren heute in der Favela Santa Marta und haben dort eine Führung erhalten. Und besonders beeindruckt hat mich, als wir mit der Zahnradbahn nach oben in die Favela gefahren sind. Und es ist so die erste befriedete Favela, bei der auch die Befriedung so geglückt ist. Also wo die Kriminalität sich nicht ausgelagert hat, sondern wo die Menschen jetzt friedlich zusammenleben. Beeindruckt hat mich hier, als wir oben angekommen sind mit der Zahnradbahn, dass dort ein wirklich toller Zusammenhalt zu sehen war. Die Kinder haben auf den Dächern ihre Drachen fliegen lassen und Fußball gespielt. Die Jugendlichen haben zugeguckt, die angefeuert. Die Erwachsenen saßen draußen und haben zusammen was getrunken und gequatscht. Und man hat also richtig so den Zusammenhalt gesehen, was mich eigentlich eher überrascht hat, weil ich habe mir eine Favela mehr so vorgestellt, dass halt die Menschen nicht so einen großen Zusammenhalt haben, weil die vielleicht mehr mit ihren eigenen Dingen beschäftigt sind aufgrund ihrer Armut. Aber das war echt beeindruckend. Was mich auch überrascht hat, war, dass der obere Teil von der Favela, der besteht schon seit den 60er Jahren und dadurch, dass es wirklich auf dem Hügel ist und dieser Hügel halt für die Regierung sehr attraktiv ist, also aus finanzieller Sicht, also da die, wenn die dort Hotels hinbauen würden oder Geschäfte, könnten die sehr viel Geld damit verdienen. Deswegen hat die Regierung versucht, diese Einwohner da zu vertreiben. Aber die Einwohner haben sich wirklich dagegen gewehrt und wehren sich auch heute noch dagegen, wo auch wieder dieser Zusammenhalt sichtbar sind. Also es sind 52 Familien, die in dem Abschnitt leben und die haben mit Bannern und Plakaten haben die sich wirklich, wehren die sich immer noch dagegen. Ja, ich bin auch jetzt gespannt, da wir nächste Woche noch eine andere Favela besuchen werden, wie es dort aussieht, um vielleicht auch mal so einen Unterschied kennenzulernen. Ja, da freue ich mich drauf.